Ja, hallo. Also, Premiere ist gelaufen von meinem Brickfilm Harry Potter Trailer zum Deathly Hallows Part 2, der nun am 5.4. im Kino gelaufen ist. Ja, war ganz schön, war ganz lustig. Wir haben trotz des Fußballspiels von Schalke 04 dann doch um die 40 Gäste gehabt. Da waren doch 42 oder 43 Gäste. Das Kino war also Drittel voll. Das Dumme ist, die Aufnahmen sind jetzt nicht so ganz toll geworden. Also wir haben eine ganz normale Cam und im Kino war es dann doch sehr, sehr dunkel und das hat die Kamera einfach nicht mitgemacht. Darum zeige ich euch jetzt euch nur wirklich ein paar Sekunden, also ein paar Sequenzen daraus aus dieser Premiere, weil es halt nicht, also man erkennt halt nicht viel. Also es ist halt ein bisschen blöd. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch das nicht vorenthalten und Film ab. Hi, also heute Premiere, 3 Stunden geht's los. Wir machen jetzt gleich den ersten Soundcheck und den ersten Lichttest. Gucken uns an, wie das funktioniert. Ob das funktioniert, weil schief gehen darf jetzt nur noch was. Und in 3 Stunden muss es halt funktionieren, dann muss es klappen, dann kommen die Gäste. Und wollen natürlich ein bisschen das perfekte Kino-Erlebnis haben. Wir haben hier noch einen Überraschungsfilm, der hinterher läuft. Und ja, wollen wir mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich bin gespannt, ich bin aufgeregt. Mein Kameramann Michael, also mein Voldemort-Sprecher, begleitet mich heute und wir wollen mal gucken, ob das auch so klappt, wie wir uns vorstellen. Bis dahin. Mal gucken. Gibt's denn auch meinen Link? Na klar, gibt's einen Link für dich. Meine Frau geht aber dann höchstwahrscheinlich nach dem Trailer nach Hause. Also, bis heute Abend. Das kenne ich noch von früher, super abgelaufen. Da gab's sowas auch. Ich hatte einen. Meine lieben Kinder, der Film wird jetzt im Projekt auch eingelegt. Und schon könnt ihr die Kinder mal gucken. Wir, Schablone. Also erstmal herzlich willkommen und danke, dass ihr überhaupt gekommen seid. Das ist schön. Also eigentlich bin ich nicht der Mensch, der irgendwie lange reden hält. Das mag ich überhaupt gar nicht. Ich bin gar nicht auf den Steg reisen. Aber ich bin was vorbereitet. Das war Spaß. Also erstmal echt vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Für mich ist das natürlich ein super tolles Gefühl, dass ich gleich euch meinen Film zeigen darf, auf Kinoleinwand. Und es gibt bestimmt Menschen, ganz zwei, drei von euch, die nicht wissen, was sie heute noch wollen wollen. Also ich gehe jetzt einfach darum, es gibt heute eine Weltpremiere. Nein, es ist wirklich eine Weltpremiere, weil ihr seht gleich einen Trailer zu dem Film Harry Potter Teil 7, Teil 2. Der kommt erst im Juli ins Kino. Und eigentlich gibt es im Kino manchmal Trailer, also die Werbefilme für Filme, die bald kommen. Und den gibt es von Warner Brothers, immer noch nicht. Das ist immer mein Spiel, dass ich meine Filme vorher hätte ich haben können. Also, zum ersten Kino, der ersten Welt, was einen Clip und ganz neuen, noch kommenden Trailer, Film, sorry, Trailer oder Film. Ja, das ist ein bisschen blöd, also manchmal, wenn man diese Danke sagt, ne? Oh, danke, Mauer, danke, das ist nicht das nicht. Ich möchte aber drei Gruppen danken. Das ist einmal Magic und Euronics in 4000, das ist ein
freien Laden, die das gesponsert haben, weil ich brauchte das nicht bezahlen, um das auf Kino zu machen. Und den Betreiber des Lindenhof Lichtspiele, die mit der Spielzeit, die hier läuft, gratis zur Verfügung stellen. Das ist selbstverständlich, eigentlich ist kein Kino in Deutschland, das überhaupt macht. Also darum nochmal die dreimalige Selbstbindung. Wer dann hinterher nochmal die Gelegenheit haben möchte, mit jemandem zu sprechen, der das gesehen hat, wie das funktioniert, der Kameramann da drüben, und der Herr Michael Ovonia, der hat den Voldemort gesprochen in diesem Film. Das ist ja ganz böse, wenn man später mal sehen kann. Ja, also das ist eine geile Stimme und der musste wirklich, also bei mir zu Hause vor unserem Mikrofon mit einem langgezogenen Zauberstab musste der wirklich sprechen und seinen Zauberstab schwingen und dann halt dazu die entsprechenden Texte machen. Ja, also wie gesagt, lange Rede, ich muss mal sehen, aber ich mag das nicht um diese langen Reden, darum würde ich einfach mal sagen, ich früher irgendwie Max ab oder so, wie ich doch mal so ein Film mache. Achso, was ich noch vergessen habe, nach diesen knapp 5 Minuten Lego-Trailer hat der Betreiber des Lego-Buchs hab aufgehört und gefragt, nehmen wir danach den Film Gullivers Reisen. Wir müssten danach nicht fluchtartig das Kino verlassen und die dort einfach sitzen bleiben und können danach den Film Gullivers Reisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Also nochmal ganz vielen Dank an alle, die da gekommen sind, an alle meine Gäste und Presse und alle, die mitgemacht haben, an das Kino Lindenhof, die haben sich da echt richtig viel Mühe gegeben, an das Personal ins Lindenhof zurück, die haben sich da auch wirklich richtig viel Mühe gegeben und also auch an Michael und also eigentlich an alle, die da irgendwie gewesen sind und mitgemacht haben, fand ich doch sehr schön. Schlussendlich möchte ich mich nochmal bei Magix und Euronics bedanken und Lindenhof, die es halt echt realisiert haben, dass das funktioniert. Ab heute oder ab dem 5.4. läuft der Trailer jeden Tag im Kino, also in Wildeshausen im Lindenhof Lichtspiele. Kann man sich also jeden Tag angucken. Ja, damit ist nun die Harry Potter Zeit vorbei. Erstmal. Also ich habe schon eine Idee, wie ich da nochmal irgendwie wieder was machen kann, weil Harry Potter ist halt bei mir drinne und so ganz ohne mich eben doch nicht. Aber es ist erstmal so, dass Harry Potter und Lego so ein bisschen jetzt erstmal hinten ansteht. Ich habe jetzt ein anderes Videoprojekt vor und zwar mit Michael zusammen. Also das ist der Hanogo oder Miguel Ramon Lopez. Da könnt ihr mal auf dem Kanal, hier auf dem Kanal klicken. Da wird, mit dem mache ich zusammen ein Video, ein Realvideo. Also kein Stop-Motion, es wird ein Realvideo. Dazu aber mal mehr auf diesem Kanal. Dazu später mal auf diesem Kanal mehr. Ja, also, ich hoffe, dass Sie, die da gewesen sind, Spaß gehabt hatten. Nein, also das weiß ich, dass Sie Spaß hatten. Also die Resonanz war durchaus positiv. Was heißt durchaus? Die war eigentlich nur positiv. Die haben sogar gesagt, es war zu kurz, sie möchten es nochmal sehen. Also es war also wirklich toll. Also es war wirklich eine ganz tolle Premiere. Und also ich finde, es war gut gelaufen. So, ich wünsche euch was. Bis dahin und tschüss.